So, Leute, da sind wir beim nächsten Video. Und ich habe die Innistrad Midnight Hunt Minigames mitgebracht. Alle drei. Nach dem letzten Video von Crimson Vow wurde mir gesagt, sowohl auf einschlägigen Seiten als auch sonstige Spezialisten im Internet haben sich dazu durchgerungen gesagt, es gibt nur 1, 2 und 3. 4 und 5 sind eine Lüge. Solltet ihr da draußen 4 und 5 haben, dann schalt diese Leute einen Lügner und schreibt mir oder schickt mir die Karten oder zeigt sie mir bei Instagram oder bei Twitter oder sonst wo. Ich habe sie auch nicht gefunden. Ich habe immer nur Nummer 1 bis 3 gefunden. Dementsprechend stelle ich euch heute 1 bis 3 vor. Weil ja, das nächste Set steht auch schon in den Startlöchern. Und ich habe die Hoffnung, dass da auch Minigames drin sind. Deshalb gucken wir uns das mal an. Wir haben das erste Minigame. Booster Blitzparty. Booster Blitzparty habe ich euch schnell gezeigt und erklärt. Könnt ihr da oben im Video sehen. Booster Blitzparty ist im Endeffekt ja, nichts anderes wie ein paar Musterstapel, die man gegeneinander spielt, wenn man so Best of Four spielt oder so. Egal, ihr könnt, wenn ihr wissen wollt, was es genau macht, entweder haltet ihr ganz kurz das Video an oder ihr schaut euch da oben das Video an nach dem Video hier und da erkläre ich eben, was das genau tut. Das ist der Nachteil an wiederholenden Minigames. Dann haben wir das nächste Minigame und zwar Tag gegen Nacht. Tag gegen Nacht ist ein 2-Spieler, 2-Booster, 5-Minuten Minigame, was schon sehr cool ist. Und zwar in diesem Schnick-Schnack-Schnuck-Spiel wirst du zum Verteidiger des Tages oder zum Monster der Nacht. Heißt, wir spielen Schnick-Schnack-Schnuck. Okay. Interessant, und zwar per Zufall wählt man entweder, wer Macht des Tages nutzt, also wer Tag spielt und wer Nacht spielt, schwarz-weiß, wie beim Schach, ähnliches. Und jeder Spieler öffnet einen Booster und legt alle Karten beiseite, die keine Magic-Kartenrücken haben. So far nichts Besonderes, aber jetzt fängt's an. Jeder Spieler schaut sich seine Hand an, wählt dann 3 Karten und legt sie mit der Bildseite nach unten in eine Reihe. Gegenüber der Reihe des Gegners. Bedeutet, man nimmt wirklich 3 Karten und legt sie halt hin und sagt, okay, du legst deine 3 Karten davor und mal schauen, wer die cooleren Karten gemacht hat. Danach wird eine Karte gleichzeitig aufgedeckt. Und zwar vom Tagspieler aus gesehen, von links nach rechts. Welche Karte jeweils gewinnt, entscheidet folgende Kriterien. Rot schlägt grün. Grün schlägt blau. Blau schlägt rot. Weiß gewinnt für den Tagspieler immer, aber für den Nachtspieler verliert es immer. Schwarz gewinnt für den Nachtspieler immer und verliert für den Tagspieler immer. Ja, Paare von rot, blau oder grün Karten bedeuten unentschieden, also wenn die Karten gleich sind. Eine weiße gegen eine schwarze Karte, die beide gewinnt, bedeutet unentschieden. Eine schwarze gegen eine weiße Karte, wo beide Spieler verlieren, bedeutet unentschieden. Eine mehrfarbige Karte hat einzelne Farben, die ihr Besitzer bestimmt, welche aufgedeckt deklariert werden. Wenn eine farblose Karte aufgedeckt wird, Artefakte oder eben auch Länder, ersetzt der Spieler sie sofort mit einer Karte aus seiner Hand, bevor über einen Gewinner entscheiden wird. Das sind sozusagen Joker. Die farblose Karte wird anschließend abgeworfen. Falls 2 farblose Karten aufeinandertreffen, zeigen die Spieler ihre Ersatzkarten gleichzeitig vor. Okay, gut. Falls 2 mehrfarbige Karten aufeinandertreffen, deklarieren die Spieler die Farben ihrer Wahl gleichzeitig. Ja, das ist ein bisschen schwierig mit der gleichzeitig wahrscheinlich. Nachdem alle Paare aufgedeckt wurden, legt jeder Spieler seine Karten, die er gewonnen haben, auf einen eigenen Haufen und bringt alle Karten, die er verloren hat, beim Unentschieden auf die Hand zurück. Spielt eine zweite Runde und eine dritte Runde. Bei der dritten Runde legen die Spieler jedoch 6 Karten aus. Falls ein Spieler weniger als 6 Karten für die dritte Runde hat, spielt er mit so vielen Karten wie der Spieler mit den wenigsten Karten auf der Hand. Das bedeutet, wenn ihr nur noch 5 Karten habt oder nur noch 4 Karten, dann spielt ihr eben nur noch mit 4 statt mit 6. Und die übrigen Karten werden abgeworfen von dem Spieler, der halt so viele Karten auf der Hand hat. Ja, der Spieler, der nach 3 Runden die meisten Karten gewonnen hat, gewinnt. Sehr, sehr cool. Tag und Nacht ist ein sehr, sehr cooles Minigame. Gefällt mir sehr gut. Hat ein bisschen was von Ante, aber gefällt mir gut. Und dann haben wir das nächste und damit auch letzte Minigame. In die Geschichte eintauchen. Horror Edition. Bin ich mal gespannt, ob es anders gibt. 1 bis 6 Spieler, 1 plus Booster, 10 Minuten Zeit. Bedeutet wahrscheinlich, dass jeder einen Booster braucht. Erzähle die beste Horrorstory. Horrorgeschichte steht da, Entschuldigung, die du kannst und benutze Karten aus deinem Booster als Inspiration. Jeder Spieler öffnet seinen Booster, entfernt alle Werbe-, Spielsteine und Artkarten davon, Länder bleiben hier anscheinend auch drin, sortiert dann die Karten in getrennte Haufen für die doppelseitigen Karten, DSK,
die heißen anscheinend im Deutschen DSK. Es sind einfach DFCs, Double Face Cards. Einseitige Kreaturen und Planeswalker und Länderkarten und alle sonstigen Nicht-Kreaturenkarten. Mischt die Haufen und legt jede mit der Bildseite nach unten hin. Bedeutet, ihr habt einen Haufen für Kreaturen, einen Haufen für Planeswalker, also Kreaturen und Planeswalker, einen Haufen für Länder, einen Haufen für Nicht-Kreaturenkarten. Auch hier braucht ihr viel, viel Mut, um eure Karten mit denen des der anderen zu mischen. Am besten gehört einem alle Booster, sonst gibt das nur Streit. Danach wird eine Geschichte erzählt. Die ungenannten angegebenen Angaben sind halt dafür da, um das zu machen, um die aufzudecken. Erzähle dabei eine Geschichte und nachdem ein Spieler durch einen Durchgang die Geschichte erzählt hat, ist der nächste Spieler an der Reihe. Falls keine Karten davor der Typ mehr vorhanden sind, dann wird halt improvisiert. Einleitung, Schauplatz, legt ein Land um. Figuren, drei Kreaturen oder Planeswalker. Warum die Figuren am Schauplatz sind, eine Nicht-Kreaturenkarte. Das kann schon sehr, sehr witzig sein, wenn man, ich habe hier so ein paar Booster liegen, man hat zum Beispiel den Gast, den Traveler und das Seminole Knight und ja, die sind da, weil die das Messer suchen, weil sie eine Zeremonie durchführen wollen. Das Monster, mit dem die Figuren konfrontiert sind, ist die Double-Sided Card. Das heißt, der Innocent Traveler wäre in diesem Fall gar nicht möglich, weil er ist die Double-Sided Card. Die Handlung wird so gemacht, dass man mehrere entscheidende Fehler macht. Decke eine Nicht-Kreaturenkarte auf. Die erste Figur stirbt. Bestimme eine der drei Karten. Wie das Monster die erste Figur tötet, decke eine Nicht-Kreaturenkarte auf. Das kann eben auch zum Beispiel wieder so ein Knight sein. Der Held. Bestimme eine der zwei verbleibenden Figuren. Und beschreibe die Schwäche, Geheimnisse, Motive des Monsters. Und wie der Held diese entdeckt. Decke eine Nicht-Kreaturenkarte oder eine Kreaturenkarte Planeswalker auf. Da könnte man dann zum Beispiel sagen, okay, in seiner Kindheit wurde es hart gemobbt, bla bla bla, egal, irgendwas in diese Richtung. Die Auflösung, Konfrontation mit dem Monster, decke eine Nicht-Kreaturenkarte auf. Der einzige Überlebende, bestimme eine der beiden Figuren. Diese Figur ist die einzige, die überlebt. Ende. Hier bist du gefragt, ist die zweite Figur gestorben? Hat das Monster überlebt? War das alles die Sache wert? Wie ist das Ende der Geschichte? Die Moral von der Geschichte? Nachdem die Geschichte erzählt wurde, werden die folgenden Aufzeichnungen per Abstimmung der Spieler vergeben. Gruseligste, lustigste und spannendste Geschichte. Ihr könnt euch auch eigene Auszeichnungen ausdenken, also im Sinne von die kreativste und ähnlichste. Falls die Abstimmung über den Gewinner eine Auszeichnung unentschieden ausgeht, bestimmt den Gewinner per Zufall. Ja, sehr cool. Also mir erzählt man sich wirklich Horrorgeschichten anhand eines Boosters. Ich glaube, da braucht man länger als 10 Minuten. Wahrscheinlich 10 Minuten pro Durchgang, pro Person, weil ja, das kann schon lange dauern, wenn da 6 Personen sitzen, denke ich mal. Ansonsten, wie immer, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen hoch geben. Ich weiß, bis zum Ende dieser Videos schauen ganz, ganz wenige Leute. Deshalb danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.